Und heute war das ein Spaziergang? Nein, das war nicht. Das war schwierig. Ja, sie haben wirklich eine gute Mannschaft. Aber ja, wir haben gut gespielt und ja, ich hoffe, dass wir spielen so gegen Gladbach. Hand aufs Herz, das war kein Penalty. Ja, leichte Berührung war da. Und dann ja, bin ich umgekehrt, aber ja, man muss nicht unbedingt pfeifen. Aber sonst hat eure Leistung auch gestimmt? Ja, ich denke, die erste Halbzeit ist sehr gut, also ist gut gewesen. Die zweite haben wir dann ja, ein bisschen das Zepter aus der Hand gegeben. Also der Gegner ein bisschen zu viel Ballbesitz gelassen, aber am Schluss gleich verdient gewonnen. So, jetzt kommt es zum Finale. Ja, das haben wir uns erhofft, dass wir heute die drei Punkte holen und auf Gladbach können. Und vor volles Haus als Finalissimo spielen. Und ja, für das haben wir jetzt angeschafft und jetzt haben wir es erreicht. Ein super Match von dir. Du hast dein Goal gerade selber eingefädelt. Ja, es war ein super Match von der ganzen Mannschaft. Mit dem Rückstand sind wir gut zurechtgekommen, dass wir gerade so schnell antworten können mit dem Goal. Bin ich auch überglücklich, dass ich das Goal machen konnte und dass wir so ins Spiel zurückgekommen sind. Glaubst du, dass es Finalissimo in Gladbach können? Im Fußball ist alles möglich. Heutzutage gibt es keine kleineren Mannschaften oder weder grössere. Die Favoriten sind sicher Gladbach, die Heime, natürlich in der Bundesliga sehr stark, aber wir werden sie sicher ärger in Gladbach. Es kommt zum Finale in Gladbach. Seid ihr bereit? Ja, wir sind bereit, aber ja. Heute war wichtig, diese drei Punkte, diese Sieg. Und ja, wir haben unsere Finale gegen Gladbach in Borussia. So, es ist so gut, tipptopp für uns.